Okay, wir schauen uns jetzt das Video von Julian Stories an, weil der hat mich irgendwie in einen Star verwandelt. In Klammern unmöglich. Ich habe den Zug zum Star gemacht. Da habe ich doch keine Ahnung, was. Also, Es ist wir gucken schon eklig. einfach. Nicht geklaut, wiederverwendet. Richtig. Wir haben es wiederverwendet. Sehr, sehr richtig. Sehr richtig und wichtig. Kein Geheimnis mehr. Hollywood gibt Millionen von Euros für Filme aus. Mit manchen kurzen Szenen, die mehr als einen Tesla kosten. Wäre es doch ziemlich cool, wenn ich komplett ohne Geld genauso einen guten Film mache. Und dabei konnte ich nichts über mich selber machen, weil das wäre viel zu einfach. Also muss ich mir jemanden Außergewöhnliches aussuchen. Und wer würde besser passen als Hugo? Der Unterschied? Diesmal war es kein normales YouTube-Video für meinen Kanal. Es war also eine große Challenge, auf die ich nicht vorbereitet bin. Um es noch Lauter, schwerer Alter. zu machen, haben wir ein Zeitlimit von nur 24 Stunden. Besser? Die Story, also was wir im Film erzählen wollen, ist wirklich das Wichtigste. Hugo ist laut und hyperaktiv. AKA Babylonen. Wow, 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 wow. Ich hab kein ADHS. Und was wäre, wenn wir einfach genau What the das fuck? Gegenteil von ihm darstellen? Wie toll und süß er denn auch ist. Also hör mir jetzt zu. Ja, du! Meine Story gliedert sich in drei Teile auf. Am Anfang wird Hugo vorgestellt. Danach seine tollpatschigen Momente, auch gesagt als Lost Moments. Und am Ende gibt es nochmal ein Happy End. Wie in jedem Liebesfilm gibt es eine Mischung aus lustig und Liebe. Und genau das werde ich in unserem Trailer klauen. Also, nachdem wir jetzt die Story wissen, welche wir erzählen, wird Zeit, dass wir anfangen. Die Zeit begann also ab jetzt. Ich habe direkt angefangen und ein neues Dokument erstellt und natürlich irgendeinen kreativen Namen Digga, ich gegeben. hätte einfach ohne Skript gemacht, ne? Wenn ich irgendwann einen Film mache, ich mache ohne Skript keinen Bock, Alter. Ich sah dieses leere Dokument vor mir. Ich musste also jetzt meine größte Kreativität entlassen. Mein Gehirn war wirklich angestrengt. Ich musste das beste Skript erstellen, was ich je geschrieben habe. Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Der Druck stieg mit jeder Sekunde. Ich Ich wollte hab ne einfach. Frage, ich hab ne Frage, Julian. Ich weiß nicht, ob du gerade hier bist, ich glaube schon. Hast du. Ich wusste nicht, worauf. Hast du in der Szene wirklich was dahingeschrieben oder hast du einfach nur so getan für den Clip? Worauf ich mich eingelassen hatte. Der Druck stieg mit jeder Sekunde. Du hast nicht wirklich da was hingeschrieben, oder? Hunde. Ich wollte ein einzigartiges Skript haben und ich habe teilweise ganze Skripte gehabt, aber habe sie wieder gelöscht, weil sie mir nicht gefallen haben. Doch, okay. Aber irgendwann. Ah, okay, jetzt, okay, du hast einfach die Kamera da gelassen. Okay, nehmen wir mal. Circa 50 Minuten habe ich ein perfektes Skript geschrieben. Wow. Was ein schönes Skript. Ja, weiter. Die Clips Warum war das so lange gerade? Das hört sich einfach an, oder? Ist es aber nicht. Es ist wie Feinarbeit. Ohne perfekte Arbeit wird das Endresultat schlecht sein. Und glaub mir, gerade bei Filmen, langweilige Szenen können wirklich den kompletten Vibe töten. Ja. Ich bin direkt auf Hugos Twitch und YouTube-Clips gegangen, weil heutzutage jeder Elfjährige irgendwas hochlädt und hab 3 Stunden lang mit Luca! Anschauen von Clips verbracht. Bro, Retalk, das war Luke, das ist legit Luca. Das sieht eins zu eins aus wie Luca. Und manchmal habe ich sowas gefunden. Was ist das hier? Bro, keine Ahnung! Wow, Das nehmen wir. Und glaub mir, nach dieser Zeit war ich schon kaputt und müde. Ich wusste, es wird nicht einfach. Um genau zu sein, es wurde wirklich hart. Das war wirklich ein sehr großer Fehler, den ich sehr unterschätzt habe. Weil ich keine Videos selber drehen konnte, musste ich die perfekten Clips raussuchen, damit die Footage halt eben Sinn ergibt zum Film. Nachdem ich alle Clips rausgesucht habe. So fühle ich mich, Hugo. Digga, Luca denkt auch, er wäre es wieder. Das Einzige, was du machst, ist einfach, du gehst in die Video, die du guckst, was ich gemacht habe. Du lädst das runter, du schneidest vielleicht ein, zwei Sachen und lädst dann hoch und dann kriegst du eine Beschwerde von deinem Chef. Und dann wunderst du dich, hä, was? Warum ist er schon wieder toxic? Das war doch voll gut. Und der Titel ist dann irgendwie, Let's Hugo redet über seinen Pilz am Penis. Und dann irgendwie nur ein Funnel von mir oder wo er nur ich drauf. Keine Ahnung, Digga, ich hasse dich. Zumindest eine Stunde, bis alle Videos und Clips fertig runtergeladen waren. Es war wirklich zeitaufwendig und ich bin fast verzweifelt. Ich meine, es war nochmal eine Stunde weg von unserem Timer. Aber ich muss es akzeptieren. Wie ein weiser Mann einst sagte, Zeit vergeht, egal ob du es willst oder nicht. Ja. Und endlich wow. mit mehr Motivation wow. können wir endlich starten.
Was Cutter am langweiligsten finden, ist die Rohaufnahmen zu schneiden, wo die ganze Zeit irgendwas gelabert wird. Weil das Problem daran ist, du musst teilweise stundenlange stille und langweilige Momente erzielen. Und das alles nur, um am Ende ein cooles Video zu haben. Als nächstes war dran, die ganzen schönen Clips zu importieren. Ich habe alles zur Timeline verschoben und es war einfach ein Haufen Scheiße. Die Clips insgesamt gingen also so lange und ich habe es zu gerade mal einer Minute gecuttet. Also nachdem ich es geschafft hatte, die Timeline von dem hier zu dem hier zu verwandeln, war ich so viel motivierter für die Challenge. Aber zu dem Zeitpunkt nicht so. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob es gut ist, weil ich bin sehr perfektionistisch. Opfer. Aber mit dem Hauptteil fertig sind jetzt nur noch Anpassungen, Musik und Sounds dran. Also das Schneiden begann intensiv zu werden. Ich musste alles geben, weil wenn nicht, muss ich die Challenge gebrochen aufgeben. Und das wollen wir nicht. Die Clips... Aber es würde passen, weil es geht um einen Film über mich. ...waren grauenhaft. Meine Motivation schrecklich. Aber mein Mindset wollte das fertig kriegen. Mit nur noch 17 Stunden verbleibend war es also trotzdem eine Herausforderung. Meine Cutter-Karriere war wirklich am laufenden Band. Wie aus diesem Disney-Film da. Ein anderes Problem, was mir aufgefallen ist, wenn wir ehrlich sind, Hugo ist einfach nicht romantisch im Stream. Und ich kann wirklich sagen... Wie bitte? Ich bin nicht romantisch? Nein, aber Real Talk, ich bin romantisch. Wirklich. Ich bin wirklich romantisch. Nein, doch. Ihr habt meine Skills einfach noch nie gesehen. Halt's Maul. Solche Clips hier waren dort wirklich sehr hilfreich. Die Zeit verging leider immer schneller und ich musste komprimieren. Ich musste mehr auf den Humor gehen als auf Qualität, damit uns die Zeit nicht einfach ausgeht. Danach habe ich noch ein paar Zooms hinzugefügt. Ich hab keinen Bock mehr. Und ich habe wirklich unterschätzt, dass es so aufwendig sein wird, einen Film zu machen in so einer Qualität. Und dabei bin ich alleine. Ich habe kein riesiges Netflix-Team. Ich auch. Doch, doch. Das braucht ja. Also volle Konzentration. Und ich hatte im Hintergedanken, dass ich nur noch 13 Stunden Zeit hatte. Aber als nächstes brauchten wir ein Voiceover. Dafür bin ich einfach auf Fiverr gegangen und hab mir... Nein, Bro. So einen professionellen... Halt dein Maul, Digga. Es gibt doch mittlerweile 100 AI-Stimmen, wo das for free ist. Bruder, Bro geht immer noch auf Fiverr. Bedenkt aber bitte dabei, dass wir so gut wie kein Budget haben wie ein Hollywood-Filmcenter. Okay, wie redet er? Mit Let's Hugo als... Hugo. Nach der ganzen Arbeit. Digga, der wurde komplett weggeskippt. Bin ich danach endlich in den 5-Sterne-Restaurant gefahren. Um endlich mal eine Pause zu haben nach ganzen 4 Stunden. Und ich hab mir einfach irgendwas zu essen gekauft, um gleichzeitig auf andere Gedanken zu kommen. Und wer hätte es gedacht? Digga, ich vermisse das so sehr. Bro, warum hast du noch diese Verpackung? Gibt's das immer noch in Deutschland? Nee, diese Kartonverpackung, ich vermisse sie so sehr. Bro, gestern noch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wie ist das bei dir, Bruder? Bei uns ist alles aus Papier. Die Pommes kommen aus Papier. Der Burger ist eingewickelt in so Papier. Die Chicken Nuggets sind in so einer Papiertüte. Das wird bei euch auch so sein. Das wird bei euch auch noch so kommen, Jungs. Wirklich, das wird bei euch noch so kommen. Die haben das zuerst in Frankreich gemacht, jetzt ist es in Luxemburg. Das wird auch bei euch so sein. Retalk. Der Strohhalm ist auch aus Pappe, aber der müsste doch überall aus Pappe sein mittlerweile, oder? Ich dachte sogar, einige meiner Freunde waren... Ich esse meine Nuggets nicht aus einer Papiertüte. Doch, wirst du. Das wird kommen. Ich bin dabei, um mich zu unterstützen. Das hat mich zwar 2 weitere Stunden gekostet, aber ich würde sagen, das war gute Zeit investiert. Es ist auch mal wichtig, Pausen zu machen, weil ich konnte mit einigen meiner Freunde einfach ein bisschen reden und runterkommen. Bro macht eine 24-Stunden-Challenge und trifft sich dann einfach mit seinen Freunden. Just time for the sub. Ich könnte chillen, weil ich die Challenge vergessen hatte, aber oh nein. Ich musste alles geben und zeigen, wofür ich wirklich fähig war. Bei Hugos Clips ist oft das Problem, dass er wirklich laut rumschreit. Sorry. Sorry. Und auch sehr viel Musik im Hintergrund läuft. Sehr viel Copyright-Musik. Und größtenteils war das zusammengemixt an lauter Hugo und Copyright-Musik. Das war wirklich nicht schön. Hä, aber Copyright-Musik ist Cap. Bei mir ist doch alles weg. Also bin ich direkt auf meine Lieblingsmusik-Webseite gegangen, Epidemic Sounds, und habe direkt ein paar Songs angehört. Und dabei den perfekten Song zu finden, war wirklich nicht einfach. Weil es so eine riesen Auswahl an Songs gab, aber es nur einen richtigen für unseren Film gab. Und nach einer Weile habe ich den perfekten Song gefunden. Zum Glück hatte ich... Bro, ich sag, Bro hat nicht mal 5 Minuten gesucht. Im Ärmel, und zwar Einstellungsebenen. Die geben dir die Möglichkeit, so viele Effekte anzuwenden, wie du willst. Und damit sah halt alles... Scheiße, ich hab die Tür nicht zugesperrt.
Jesus Gott. Kommt viel besser aus. Weil wir durch harte Arbeit alles Vordere schon geschafft haben, wurde es Zeit, auch den letzten Teil des Videos zu beenden. Und zwar Soundeffekte. Dafür bin ich einfach wieder auf Epidemic Sound gegangen und habe mir Hintergrundgeräusche und ganz viele andere... Oha, gibt's da auch? Geil. Auch da habe ich die ganzen Sounds einfach in die Timeline reingeschoben. Und dabei habe ich einfach die Lautstärke angepasst, so dass sie perfekt ist und nicht die Tonspur rot erreicht. Weil wir wollen unsere Ohren ja, wie gesagt, nicht kaputt machen. Und mit all das, als die Minuten komplett zum Ende kamen, musste ich stoppen. Ich begann also sofort zu rennen, weil ich es sonst nicht schaffen werde. Und alles, was ich tun konnte, war warten. Und somit haben wir die Challenge ebenfalls geschafft und haben sogar noch ein paar Minuten übrig. Meine Damen und Herren, hier ist das finale Produkt. Postchip! Hugo hatte alles. Das Bier. Die Teslas. Und den Fame. Aber noch gegen seine Freundin Schluss gemacht hatte... Ich würde mich von dir trennen und nie wieder mit dir reden jetzt. Hat er realisiert, dass ihm etwas Wichtiges fehlt. Willst du wieder mit mir zusammen sein? Liebe. Und dann entdeckte er die Lattensau. Für diese beiden Männer war es Liebe auf den ersten Blick. Du bist das Beste. Wow. Willst du McFlurry von meinem... aus meinem Mund? Schau mal, das ist ja. In Frankreich als Verpackung. Ich weiß nicht, warum ich mir das überhaupt antue. Mit Let's Hugo als Hugo. Ja, ich bin voll traurig gerade. Und Papa Plappe als Lappsau. Warte. Julian Stories Studios präsentieren die Suche nach der Liebe. Mit weißem Kittel. Man soll sich anscheinend den Penis waschen. Habt ihr das gemacht? Niemals im Kino. Julian, ich bin lowkey enttäuscht. Ey, beruhigt euch. Da sind zu viele Beleidigungen gerade. Hey. Er hat sich immer noch Mühe gegeben. What the fuck? Du hast angefangen? Nein, ihr habt angefangen. Eine Beleidigung? Nee, hier sind sehr viele, die schreiben... Julian, das Video an sich ist eine gute Idee. Die Umsetzung ist auch gut. Bis Minute 8. Da ist es dann ein bisschen weiter nach unten gegangen. Nein, ich finde die Idee geil. Ich finde die Umsetzung geil, aber... ich find, also die Umsetzung vom Film... Also... Ich appreciate es, dass du die Mühe gegeben hast. Ich appreciate es, dass du mich benutzt hast. Aber, also, ich wurde bis, also, wenn man das Thumbnail sieht, und dann, das ist schon lang der eigentliche Film, dann wird man ein bisschen. Das Bier. Ich dachte, du hast irgendwie mit AI mich irgendwie zu Spider-Man gekeyt oder so, keine Ahnung. Ja, es ist, ja. Aber das Video ist gut. Abonniert den Kanal für weiteren so geilen Content und joint gerne. Julian, ich schreib dir auf WhatsApp, okay? Nach dem Stream.